Ein ganz herzliches Hallöchen, meine lieben Top-Pflanzenfreunde. Ich bin's wieder, euer Blacky, wer auch sonst. Und wie ich beim letzten Mal beim Ignis-Video schon angekündigt habe, kümmern wir uns heute um ein weiteres der Top 5 Gewehre in Warframe, und zwar um die Umbrex. Wer mein Video zu den Top 5 Gewehren in Warframe noch nicht gesehen hat, ich weiß, ich gehe euch langsam mit dieser Videowerbung auf den Sack, aber ich mach's trotzdem. Oben in den Infokarten ist der Link zu meinem Ranking der Top 5 Gewehre in Warframe. Wenn ihr nach einem guten Gewehr sucht, schaut da mal vorbei, da findet ihr auch die Umbrex, um die wir uns heute kümmern. Und ja, erheben wir uns mal aus unserem Schneidersitz. Hier ist sie, die Umbrex. Die Umbrex ist eine verdammt coole Waffe. Ich habe euch heute zwei Builds vorbereitet. Einen, ich sag mal, günstigen Build mit relativ einfach zu bekommenden Mods, den eigentlich jeder nachbauen kann, der die Umbrex auch besitzen kann. Sie ist ja immerhin Mastery Rang 10. Das heißt, bis dahin sollte man die Mods definitiv alle zusammen haben. Und dann am Ende noch einen fetten Riven-Build mit einer sehr, sehr nicen Riven. Wir werden das Ganze gegen Grineer Heavy Gunner austesten. Nicht gegen Corrupted Heavy Gunner, warum erzähle ich euch später. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns als allererstes mal die Stats dieses guten Stücks hier an. So, dafür gehen wir hier rein ins Upgrade-Menü und hier haben wir eine leere Umbrex. Und an der Seite hier links sehen wir die Stats der Umbrex. Accuracy 12,5. Ich glaube, ich habe beim letzten Video gesagt, dass jede Strahlwaffe immer 100% Präzision hat. Offensichtlich habe ich da Unrecht gehabt, macht aber nichts, denn auch wenn da 12,5 steht, ist die Umbrex Pinpoint Accurate genau dahin, wo ihr zielt, und zwar solange ihr über 0 seid. Wie das Ganze mit der Accuracy bei Strahlenwaffen ausschaut, habe ich ja auch im letzten Video schon erzählt, deswegen will ich da jetzt nicht allzu tief reingehen. Crit-Chance 32%, das ist richtig heftig. Wie gesagt, gute Crit-Waffen haben so 30, und 32 ist halt wirklich astronomisch geil als Crit-Waffe. Auf jeden Fall, Umbrex ist eine Crit-Waffe. Der Crit-Multiplier 2,2 unterstützt diese Aussage weiterhin, denn wie gesagt, der Standard-Multiplier liegt ungefähr bei 2 und alles, was über 2 ist, hat schon mal einen sehr, sehr nicen Multiplier. Da kann man auf jeden Fall drauf bauen. Fire Rate recht hoch, Magazin 100, wobei auch hier genau wie bei der Ignis zu beachten ist, dass eine Munition 2 Damage-Ticks macht, das heißt mit 100 Magazingröße könnt ihr 200 mal Damage machen. Reload ist okay, Riven-Disposition 2 von 5, weil die Umbrex halt doch recht häufig gespielt wird, aber 2 von 5 ist gut genug, um vernünftige Riffens rollen zu können. Statuschance 22% ist auch gar nicht mal so zu verachten, ja. Wir haben hier auf jeden Fall eine Crit-Waffe, habe ich ja gerade eingangs schon erwähnt. Aber 22% Statuschance ist auch relativ hoch. Das heißt, wenn wir hier auf ein Hybrid-Build gehen, haben wir eine unglaublich krasse Umbrex mit einem sehr hohen Potenzial. Und genau das werden wir gleich machen. Nur nochmal kurz der Schaden. Schaden ist im Gegensatz zur Ignis, die ja rein Feuerschaden macht, hier reiner Elektroschaden. Fällt was geringer aus als bei der Ignis. Ignis hat ja 35, Umbrex hat 22. Aber das ist auch verständlich, weil wir hier deutlich höhere Crit-Chance und auch eine recht solide Statuschance haben. Das heißt, wenn der Damage hier auch höher wäre, wäre die Umbrex ja total OP. Deswegen, danke für die Info übrigens auch, wie man Viral Damage macht. Wer auch immer das auf der Umbrex machen möchte, Bleed Build haben wir by the way heute nicht, weil Bleed Build spielt man auf der Umbrex nicht. Punkt. Begründung dazu gibt's nicht. Macht's einfach nicht. Aber ja gut, das sind so die Standard-Stats von der Umbrex. Sehen schon mal sehr cool aus. Wir schauen uns jetzt an, was man damit machen kann, und fangen erstmal mit dem, ich sag mal, erschwinglichen Build an. An der Stelle wieder mein Standardspruch. Falls du, mein lieber Zuschauer, noch keine große Ahnung von Moddung, Waffenmoddung, Warframe-Moddung in diesem Spiel haben solltest, schau mal oben in die Infokarten, da habe ich dir zwei Videos verlinkt. Eins, in dem erzähle ich dir, was Mods sind, wie sie funktionieren und was du damit alles Unanständiges anstellen kannst. Und im anderen Video, da erzähle ich dir, wie du die ganzen Mods auf Waffen drauf machst, was es dabei zu beachten gilt, wie du Warframes auch moddest. Das erzähle ich dir in einem anderen Video. Und wenn du die beiden gesehen hast, dann hast du alles, was du an Grundwissen brauchst, um hier mitreden zu können. Ansonsten bist du natürlich trotzdem herzlich eingeladen, hier weiter zuzuschauen. Aber gut, fangen wir mal an. Serration für Damage, auf jeden Fall, kommt drauf. Von 22 auf 58 ist schon mal ein Einstieg. Dann, wer hätte es gedacht, Heavy Caliber tun wir auch drauf. Nochmal plus 165% Damage, minus 55% Accuracy allerdings. Wobei, ich habe ja auch letztes Mal gesagt, bei Waffen, die einen kontinuierlichen Strahl an irgendwas nach vorne feuern, ist die Präzision komplett egal, solange sie über 0 ist. Wenn sie unter 0 ist, habt ihr ein Problem, denn dann schießt ihr nach hinten. No shit, ist wirklich so, probiert's ruhig aus. Ihr wollt das nicht. Es sei denn, ihr wollt im Weglaufen vor den Gegnern noch Schaden anrichten können. Das ist natürlich eine viable Option dann, aber das will ja keiner. Ja klar, Split Chamber für Multishot, wobei auch hier zu beachten ist, Strahlenwaffe, das heißt bei Strahlwaffen, Multishot macht keine erhöhte Statuschance bei Strahlwaffen. Aber der Damage geht schon recht hoch dann.
Und ja, ich habe ja gerade gesagt, wir testen das Ganze gegen Grenier. Das heißt, der schlaue Zuschauer von heute weiß natürlich, wir modden auf Corrosive. Das ist auch der Grund, warum ich in meinem Gewehr-Ranking die Ignis und die Amprex ja auf den gleichen Rang zusammengestellt habe, weil sie sich so perfekt ergänzen. Die Ignis mit Feuer geht in Gas gegen Corpus und Infested. Die Amprex geht in Corrosive gegen Grenier und Corrupted. Deswegen ergänzen sich die beiden Waffen so gut und ihr wollt auf jeden Fall beide haben. Wenn ihr die Ignis noch nicht habt und nicht wisst, wie ihr sie moddet, schaut einfach mal auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch eine Infokarte frei habe, um sie euch wieder oben hinzuklatschen. Vielleicht mache ich das, wenn ich es kann. Ja, habe ich auch ein Video schon zu gemacht, wie man die Ignis baut. Aber machen wir einfach mal weiter. Ich quatsche euch hier wieder unnötig zu. Wir bauen auf Corrosive, deswegen gehen wir jetzt hin und machen erstmal Point Strike und Vital Sense drauf, weil ich das komplett vergessen habe. Das brauchen wir natürlich, um unsere Crit-Chance und den Crit-Damage zu erhöhen. Da wir hier bei 32 basen, kommen wir auf 80% allein durch Point Strike und das Ganze, der Multiplier geht von 2,2 auf 4,8. Und jetzt, meine lieben Freunde, ist es Zeit für Corrosive. Gut, was machen wir mit Corrosive Schönes? Als allererstes gehen wir hin und benutzen Malignant Force. Warum? Wir haben schon Elektrizität und mit Gift, naja, mit Gift kommen wir dann auf Corrosive. Das Ganze erhöht auch unsere Statuschance auf 35%. Und jetzt ist die Sache, was machen wir als nächstes? Wir könnten jetzt theoretisch hingehen und High Voltage noch drauf tun, um unsere Statuschance weiter zu erhöhen. Mein persönlicher Favorit ist aber, diese Mod wegzulassen. Warum lassen wir diese Mod weg? Ganz einfach, High Voltage ist extrem nervig zu erfarmen. Wie gesagt, ihr müsst auf Planet Eris die Mission Naekla machen, alle drei Secret Caches finden und habt am Ende nur eine 5%ige Chance, entweder High Voltage oder das Shotgun-Äquivalent davon zu bekommen. Deswegen ist es extrem nervig, diese Scheiße zu farmen und ihr wollt das nicht. Und wenn ihr es irgendwie vermeiden könnt, dann lassen wir High Voltage weg und schauen uns mal an, was wir noch so machen können, denn 35% Statuschance ist schon gar nicht so schlecht. Wir geben uns damit einfach mal zufrieden und tun einfach zwei 90er Mods rein und gehen damit auf 600 Schaden. Erhöht sich dabei natürlich die Statuschance nicht weiter, weil wir ja kein 60-60 Mod haben, sondern einfach nur zwei 90er, aber das werden wir jetzt gleich auch sehen, 35% Statuschance generell bei Waffen, die reinen Elementarschaden machen, ist das absolut ausreichend, weil ihr wollt ja nicht overstrippen. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Wir probieren den Bild jetzt erstmal einfach aus. Wir haben die Gegner schon gespawnt und was ich mit overstrippen meine, ist, sie haben ja Rüstung und jeder Corrosive-Effekt entfernt ja einen Teil der Rüstung. Das Problem ist, Corrosive macht ja Bonus-Damage gegen Rüstung. Das heißt, es trippt nicht nur die Rüstung weg, es macht auch mehr Schaden, wenn der Gegner Rüstung hat. Wenn ihr aber die Rüstung zu schnell entfernt und die Rüstung weg ist, bevor der Gegner tot ist, macht ihr in dem Moment, wo alle Rüstung weg ist, mit dem Corrosive Damage keinen Bonusschaden mehr. Das heißt, ihr wollt die Rüstung möglichst zwar reduzieren, aber noch vorhanden haben, bis der Gegner tot ist. Und mit einer Waffe, die reinen Elementarschaden macht, wie die Amprex, habt ihr natürlich keine physischen Elementareffekte wie Impact, Puncture und Slash dabei, die noch mit reinspielen. Das heißt, jeder Elementareffekt ist Corrosive. Und wenn ihr die Statuschance zu hoch schraubt, dann kann es sein, besonders bei stärkeren Gegnern, dass die Rüstung weg ist, bevor der Gegner tot ist. Und dann habt ihr euch ins Knie geschossen. So. Deswegen bleiben wir erstmal auf 35%. Übrigens auch, ich habe Arcanes, Warframe, Buffs und sonst was alle rausgenommen. Das heißt, was ihr hier seht, ist die reine Waffenperformance. Und bevor ich euch jetzt totgelabert habe, gehen wir mal hin und testen das Ganze aus. Wie schlägt sich unser billiger Bild, wo wirklich halt wirklich kein einziger seltener Mod drin ist? Das Schöne ist, die Gegnergruppen sterben auch später schneller, weil ja wie gesagt der Elektrizitätsstrahl der Amprex von Gegner zu Gegner überspringt. Das heißt, wenn ich hier auf den ersten schieße, nehmen die drumherum auch Schaden und kriegen auch schon Rüstungsreduktion. Das heißt, wenn ich danach die anderen Gegner anhitte, dann nehmen die schon viel mehr Schaden, weil die einfach schon einen Teil ihrer Rüstung verloren haben. Ihr werdet das jetzt gleich rechts bei der Gegnergruppe sehen. Zack, zack. Seht ihr, wie schnell die tot gehen, weil die einfach schon Rüstungsreduktion durch den überspringenden Schaden bekommen haben. Amprex ist der Killer für Gegnergruppen, die nah aneinander stehen. Und ihr habt gesehen, das waren Level 135er Grenier Heavy Gunner. Das sind richtig, richtig, richtig harte Brocken normalerweise. Und unsere Amprex hier, ihr seht es ja, da ist nichts drauf, was auch nur im Ansatz selten ist. Malignant Force geht für 4-5 Platin weg, weil den kriegst du einfach beim Corrupted War im vierten Void Arm. Point Strike, Vital Sensoration, Split Chamber ist sowieso...
Das Einzige, was hier eventuell noch ein bisschen teurer wäre, wäre Heavy Caliber, weil man den aus dem Derelict bekommt, aus den Vault Runs, aus den Urukin Vaults. Aber mit ein bisschen Glück machst du halt ein paar Vault Runs mal ein paar Nachmittage und dann hast du den auch dabei. Deswegen, ja, das ist wirklich der richtige Billigbild. Und was wir jetzt einfach mal machen, ist, wir testen das Ganze mal mit mehr Statuschance aus. Dann kann ich euch vielleicht mal zeigen, was ich mit Overstrippen meine. Tun wir hier mal High Voltage rein, gehen wir in der Statuschance nochmal hoch und dann zeige ich euch mal, was ich meine. Vielleicht funktioniert das ja dann. So, simulieren wir die mal, dass wir die Rüstung entfernen, bevor der Gegner tot ist. Schießen wir auf den Gegner drauf, schaut mal auf den Lebensbalken. Da, jetzt habt ihr es gesehen, hier die. Die haben zu viel Rüstung verloren. Da wird der Lebensbalken rot. Das heißt, in dem Moment, wo der Lebensbalken rot ist, ist die gesamte Rüstung weg. Rüstung wird ja immer durch gelbe Lebensbalken simuliert. Und sobald der Balken rot ist, ist die Rüstung komplett weg. Das bedeutet, der Damage-Bonus durch Corrosive, 75% immerhin, trifft jetzt auf diesen Kollegen hier nicht mehr zu. Der stirbt zwar trotzdem schnell, aber das ist, weil halt die Ambrex trotzdem halt Schaden macht. So, ja. Aber an sich wollt ihr die Rüstung zwar niedrig, aber vorhanden haben, damit ihr mehr Schaden macht. Aber an sich würde ich sagen, dass das tatsächlich auch mit Dings hier, auch mit High Voltage und höherer Statuschance alles noch möglich ist. Vor allen Dingen, wenn ihr noch höher über Level 135 hinausgehen solltet, nehmt einfach High Voltage mit rein und habt den nochmal ein bisschen mehr Statuschance. Und ja, an sich ist halt die Frage, eure eigene Präferenz, wollt ihr euch High Voltage antun? Wenn ihr es habt, dann könnt ihr es reintun. Wenn ihr es nicht habt, ist auch kein Beinbruch. Ja, das war so der Billigbild in zwei Variationen. Und jetzt, meine Lieben, nein, wir wollen keine Waffe wechseln. Jetzt schauen wir uns den Riven-Build an. Das ist der Build, den ich auf der Amprex runne. Auch Serration Split Chamber, Point Strike, Vital Sense, Heavy Caliber. Halt genauso wie im Billigbild auch, nur von der Anordnung ein bisschen anders, warum auch immer. Dann Argon Scope, wie gesagt, teure Event-Mod, kostet um die 200 Platin im Moment, gibt es nur aus dem Acolyte-Event, erhöht aber die Crit-Chance enorm, wenn man aimt und ein paar Headshots trifft. Der Riven macht Damage, noch mehr Crit-Chance und plus Damage to Grineer. Das ist auch der Grund, warum wir gegen Grineer Heavy Gunner spielen hier in diesem Video, weil Corrupted Heavy Gunner nicht als Grineer, sondern als Corrupted zählen. Das heißt hier, der Riven-Mod geht halt, scaled nicht auf Corrupted, deswegen ist es in dem Fall nicht vergleichbar. Und ich habe hier noch einmal für Damage Infected Clip reingehauen, deswegen bleibe ich hier auf 22% Statuschance, weil das ist auch immer noch okay, weil wir wie gesagt nur Elementarschaden machen, deswegen halt jeder Proc ist Corrosive. Und ja, probieren wir das Ganze einfach mal aus. Wir könnten natürlich auch hingehen, Argon Scope jetzt irgendwie durch noch einen 60-60 Mod austauschen. Ich persönlich bin jetzt nach dem Testen der Meinung, dass man Infected Clip gegen Malignant Force austauschen sollte. Allerdings fehlt da die Polarität für. Das ist ein bisschen däh und ich müsste nochmal vormahnen, damit ich das da reintun kann. Deswegen bin ich faul und mach's einfach mal nicht. Der Build könnte ein bisschen stärker sein, wenn hier nicht Infected Clip, sondern auch Malignant Force drin wäre. Aber ja, er ist auf jeden Fall recht kompetent, dieser Build. Und er macht auch recht viel Schaden und das werden wir uns jetzt mal anschauen. Der Unterschied ist allerdings nicht so groß, wie man eventuell meinen könnte. Ihr seht hier viele orangene Crits, das ist halt wegen Argon Scope und wegen der Riven. Und sobald erstmal ein bisschen die Armor weggestrippt ist, dann seht ihr, wie die guten Kollegen hier einfach alle weggefetzt werden. Die ersten beiden haben ein bisschen was länger gebraucht, einfach wie gesagt, die Statuschance ja nur bei 22%. Deswegen will ich da irgendwann mal hingehen und Malignant Force drauf tun, damit das auch was schneller geht. Aber ja, wenn da jetzt mal Malignant Force drauf gewesen wäre, ich meine, ihr seht es halt an den Crits, das ist halt schon ziemlich sick. Dieser Riven könnte mit einem negativen Stat drauf auch noch was besser sein, aber ich will jetzt nicht hier unken, ich finde ihn ziemlich gut. Ich finde, die Amprex ist eine mördergeile Waffe. Baut euch die Amprex, baut euch die Ignis, schaut euch den Ignis Build Guide an, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Build denkt, was ihr zu der Amprex denkt, denn ich wette, ihr habt die Amprex auch, ihr Schlingel. Wer hat die Amprex nicht? Keiner will es zugeben, aber jeder mag sie und jeder hat sie, denn sie ist einfach verdammt gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, lasst sie natürlich gerne unten. Wenn ihr Anregungen habt oder andere Waffenvorschläge, die ihr gerne mal gebaut und gemoddet haben wollen würdet, schreibt sie mir auch gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr weitere Guides von mir nicht verpassen wollt, lasst das Abo auf jeden Fall da und klingelt am Glöckchen, dann verpasst ihr auf keinen Fall etwas. Bis dahin, euer Blacky, over and out.